So, die zweite Version dieses Videos. Die erste ist mir leider nicht gelungen. Ich bin 314 Meter hoch auf der 94. Etage des Hancock Building in der City von Chicago. Und hier gibt es einen 360-Grad-Rundumlauf, den ich jetzt mit euch mache. Hier sieht man die etwas ruhigere Seite von Chicago, wenn man das mal so sagen darf, mit den Stränden mitten in der City und den Pools oben auf dem Dach. Auf diesem Pool sitzen auch gerade zwei Leute, beziehungsweise auf dem nächsten, wo wir jetzt hingehen, schwimmt sogar gerade einer. So, hier oben sieht man, das Hancock Building in Miniaturausgabe. Dann hat man hier eine Bar, wo man sich hinsetzen kann. Das ist das Hancock Building in Miniaturausgabe. Und dann kann man hier weiter rumgehen. So, Sekunde. Es wird immer spannender. Ich weiß jetzt nicht, was die Kapsel damit zu tun hat, aber das ist auch völlig egal. So, und jetzt sieht man das auch, was ich von meinem Hotelzimmer unten auch sehe. Wir gucken auf die Navy Piers. Bei den Navy Piers gibt es auch Giordano's zum Beispiel. Giordano's ist eine ganz berühmte Pizzeria hier, wo die berühmte Chicago Dish Pizza gemacht wird. Die ist ziemlich dick und die dauert in der Zubereitung fast 45 Minuten. Aber hier sieht man das unten. Ja, jetzt ist der Typ gerade weg aus diesem Swimmingpool da vorne, den ich vorhin noch gefilmt habe, aber ich habe noch auf einer anderen Kamera eine Aufnahme. So, und jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter. Gucken nochmal hier rüber. Wir kommen der City jetzt schon immer näher. So. Dann gehen wir an dem netten Menschen vorbei. So, und jetzt gehen wir mal hier und gucken uns einmal die City von Chicago an. Ist das nicht super geil? Ich weiß nicht, ob man da eigentlich noch irgendwie viel zu sagen muss. Wahnsinn. Einmal runtergucken für die Mutigen wie mich. Ist es nicht der Hammer? Alter Schwede. Boah. So, damit aber noch nicht genug. Jetzt gehe ich noch mal ein Stück mit euch weiter. Der Hammer hier oben ist, man kann sich hier an einem ganz bestimmten Ort, und das gibt es auch, also in Chicago zumindest nur hier, an den Fenstern fotografieren lassen. Und zwar kann man sich da anlehnen, mit beiden Händen festhalten, sich nach hinten lehnen und dann sieht es so aus, als ob man über der Stadt schwebt. Das ist der echte Wahnsinn. Ich kann da nicht rein, weil das muss man extra bezahlen. Und machen tue ich das ganz sicher nicht, weil dafür, nee, auf jeden Fall. So, und hier sieht man nochmal einmal einen kurzen Blick über Chicago. Boah, ich liebe Chicago. Ich werde mir auch überlegen, ob ich nicht heute Abend oder morgen, leider ist das Wetter heute etwas bedeckt, muss man sagen, obwohl die Aussicht ist hervorragend. Hätte mir natürlich gewünscht, es wäre etwas sonniger. Nochmal da runter gucken, kurz vorsichtigerweise. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich habe den Faden, verliere dauernd den Faden. So, jetzt gehen wir hier nochmal rum. Das ist ein 360-Grad-Gebäude. Und es ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man noch viel dazu sagen muss. Das ist die Peripherie. Ich glaube, irgendwie Chicago hat mit der Peripherie alles in allem über die 8 Millionen oder 10 Millionen Einwohner. Wunderschöne Stadt, sehr sauber, sehr geordnet. Wenige Obdachlose sieht man auf der Straße, im Gegensatz zu Seattle. Und auf der anderen Seite, da ganz hinten, das rechte schwarze Gebäude, das ist der Sears Tower, beziehungsweise der heißt heute anders. Aber ich nenne ihn immer noch Sears Tower und da gehen wir dann morgen hoffentlich zusammen drauf. Die gleiche Aussicht auf das Navy Pier, auf dieses Pier da hinten links in der Ecke, habe ich auch von meinem Hotelzimmer. War nicht ganz so schön wie von hier oben natürlich, aber das Hotelzimmer kommt.
Ja, hier muss man einfach, hier braucht man einfach nicht viel zu sagen. Das spricht für sich. Boah, das in der, genau in der Mitte jetzt, diese beiden Türme, das ist The Residences. Daran habe ich gestern schon gesprochen. Diese Architektin ist übrigens keine Chinesin, sondern Amerikanerin. Die hat nur einen chinesisch klingenden Nachnamen. Das will ich zu meiner Verteidigung nur noch mal eben ausführen. Boah, es ist gigantisch. So, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr habt einen schönen Blick über Chicago. Noch mal kurz runter. Alter. Ist das geil hier oben. Man kommt hier für knapp $30 hoch und das sollte man sich echt nicht nehmen lassen. Morgen kommt ein Film von den Sears Towers. Vielen herzlichen Dank und bis später. Danke. Ah, noch einen, komm, noch einen Blick. Den Abschlussblick. Vielen Dank, bis später.